Ja, dann darf ich anfangen. Und mein Thema ist ja iPad und iOS-Geräte in der Wirtschaftsbildung. Kennen tun mich alle, kann man nicht vorstellen. Also iOS-Geräte hat angefangen mit dem iPhone 2007. Gleichzeitig zum iPhone kam der iPod Touch heraus. Ist eigentlich nur ein iPhone, ohne dass es halt dieses Handy-Modul hat. Also das ist Apple immer baugleich, gleiche Software, bis halt dass das GSM, UMTS-Radio fehlt. Und seit 2000, also seit diesem Jahr, Frühjahr, haben wir auch das iPad. Die billigste Variante für 99 Euro ist die ohne UMTS, also ohne Internet-Mobiles. Und dann ist die billigste mit Internet 599 und so weiter. Derzeit mehr als 7,5 Millionen iPads verkauft und scheinbar auch schon 14 Millionen irgendwie produziert, die irgendwie in dieser Supply Chain drin liegen. Genau. Gesehen hat es schon mal jeder, ich lasse meins auch nachher nochmal rumgehen. So ein bisschen zu den technischen Dingen. Die haben einen IRM-Prozessor, kapazitiven Touchscreen. Genau. Da muss man eigentlich. Wobei bei diesen Geräten eben diese technischen Details gar nicht mehr so im Vordergrund stehen, sondern eben diese Integration von Software und Hardware. Ja, was das Gerät vielleicht noch hat, was man erwähnen sollte, alle iPads haben auch eben das GPS, das heißt, die können feststellen, wo sie selbst sind und man kann sie auch zum Orten verwenden, beispielsweise für eine, so eine Navigationsapplikation, aber auch eben für Anwendungen, die irgendwie ortsbasiert wären. Also wenn man Fragen hat oder ich zu viel Fachbegriffe verwende, dann mich bitte unterbrechen und fragen. Genau. Ja, was gibt es so für Wettbewerber auf dem Gebiet? Das sind zum einen andere Tablet-PCs, wie dieses Samsung Galaxy Pad, was ich da oben eingeblendet habe. Das ist derzeit verfügbar, rund 1 Million verkauft. Was auch mal kommen wird als Wettbewerber, ist von Research in Motion, das sind die, die den BlackBerry machen, die haben auch ein ähnliches Gerät angekündigt. Amazon hat den Kindle, der allerdings mehr so ein Lesegerät ist für digitale Bücher. Gegebenenfalls denkbar wäre auch, dass sich Netbooks oder Laptops in einer ähnlichen Kategorie bewegen. Und dann ja, Software-Integration sind die Sachen, die wir alle schon kennen, auch vom iPad eben die Aktivierung über iTunes, dass Apple sehr genau kontrolliert, was als Applikationen, also Anwendungen auf dem Gerät laufen darf und auch Anwendungen gelegentlich aus, naja, man weiß nicht so genau, Gründen eben nicht hineingelassen werden in das Gerät. Was für uns interessant ist, sicherlich für eine Anwendung in der Schule, man kann über so eine Administrator-Schnittstelle sehr viel kontrollieren, was die Geräte dürfen oder nicht. Ich kann also ausschließen, dass der Anwender Sachen drauf installiert, ich kann gewisse Anwendungen abschalten und so weiter. Und was auch interessant sein wird, sie booten nicht, also es gibt kein Hochfahren, sondern das Gerät ist, wenn ich es einschalte, an in der Regel und ich kann es sofort nutzen. Das heißt, was hier an diesem PCs das Problem ist eben, dass sie hochfahren müssen und so weiter. Das kann ich ausschließen. Ein Problem ist, es gibt derzeit nur wenig Anwendungen, die direkt von dem Gerät aus auf so einen Monitoreingang ihre Bild spiegeln, was sicherlich in der Schule gerade so zum Vorführen ein Problem ist. Wir haben ja hier dann auch unsere Spezialkonstruktion, um ein paar Anwendungen zu zeigen. Da muss man sicherlich noch dran arbeiten. Im Moment wird sehr heiß darüber diskutiert, ist es eigentlich ein Gerät, das man nutzen kann in der Schule oder nutzen sollte oder nicht nutzen sollte. Hat angefangen die Diskussion in den USA, da scheinen so ein bisschen die Stimmen etwas positiver zu sein, da ist man etwas experimentierfreudiger und sagt, ja, das ist ganz toll, also da sind die Kommentare eher positiv. Und mehr so hin, was müsste man noch verbessern. Es gibt dann auch auf so deutschen Lehrerforen Diskussionen, die sind eher so ein bisschen, so wie halt manchmal in Deutschland so ist, die allgemeine Diskussion so ein bisschen
ängstlicher oder etwas sehr viel skeptischer. Da gibt es den Ulf Blanke, den man da immer findet im Internet. Der ist wohl ein Lehrer, der sich dafür sehr interessiert und in Niedersachsen arbeitet. Der sagt, ja, das ist eine ganz tolle Anwendung. Die Software ist so gut und eben, dass es ein geschlossenes System ist, das bietet für uns viele Vorteile. Der hat auch einen Blog und da wird auch heftig drüber kommentiert. Das kann man sich mal anschauen, wenn man Lust hat. Und da gehen eben dann die Anti-Kommentare los, sagen, es ist zu teuer, ich kann immer nur eine Anwendung ausführen, ich bin in dieses Apple-Ökosystem eingeschlossen. Das ist eben kein Offenheit oder kein offener Unterricht mehr möglich und damit, wobei ich das so ein bisschen in Frage stellen würde. Was die Amerikaner immer hervorheben, ist eben dieses, es ist ständig an, die Batterie hält quasi den ganzen Schultag durch. Die Schüler, also es gibt eine Lehrerin, die hat es halt einfach mal ausprobiert, die Schüler würden sofort damit umgehen können, es sei keine Einweisungszeit drin. Es gäbe ein paar gute Anwendungen, die man eben nutzen könnte und dieses Dragon Dictation sei gerade so für Schüler, die jetzt Schreibschwächer sind, sehr angenehm, auch um längere Texte zu produzieren, weil sie die nämlich diktieren können und das Gerät wandelt die sehr zuverlässig wohl in Sprache, also in geschriebenen Text um und es ist dann nicht mehr dieses Hindernis, dass ich viel tippen muss, was mich in meiner Textproduktion hemmt. Es gäbe auch so ein paar Angebote für Lehrer, die ganz gut wären. Und was man noch arbeiten müsste, ist eigentlich, dass es vielleicht eine Anwendung gäbe, mit der Lehrer eigene Anwendungen erstellen können. Das sei so ein bisschen das Weitere. Ich gehe jetzt gar nicht mehr so näher drauf ein. Davon ausgehend habe ich mir überlegt, wie sähe denn eine Anwendung aus, die wir nutzen könnten, als Lehrer oder nutzen sollten. Das sollte möglichst interaktiv sein. Und die üblichen Gestaltungsregeln für solche Anwendungen beachten. Ganz klar, sie muss die Möglichkeiten des Geräts nutzen, weil sonst brauche ich es nicht, sonst kann ich auch gucken, dass ich es irgendwie offline mache oder mit dem normalen PC und so weiter. Und sollte einen Mehrwert bieten. Also ist ganz wichtig, ich habe am vergangenen Wochenende im Erste-Hilfe-Kurs, da gibt es vom Deutschen Roten Kreuz Generalsekretariat eine Anwendung, zum Erste-Hilfe-Lernen und es gab noch eine zweite, die haben wir einfach mal ausprobiert und mit den Teilnehmern, die hatten das Gerät und dann ging es einfach mal durch und die haben damit ein bisschen rumgespielt und da war so die häufigste Rückmeldung, haben wir so eine kleine Evaluation gemacht, dass sie eigentlich finden, man braucht es gar nicht, sondern das praktische Üben steht im Erste-Hilfe-Kurs im Vordergrund, sie wollen das eigentlich, sie finden, es bringt ihnen keinen Mehrwert, also sie verstehen es dadurch nicht besser und ich denke, das muss man da sehr beachten, wie auch generell Internet, PC, ob es nicht andere bessere Anwendungen gäbe. Eine, die ich mir mal ausgedacht habe, wäre unter Umständen ein Marktprojekt. Also muss gar nicht unbedingt eine Anwendung sein, das könnte auch eben nur ein Lernarrangement sein. Die Idee ist, es gibt ja diese These oder die Theorie, dass bei einem Wochenmarkt am Ende die Preise am niedrigsten sind. Sprich, für den Käufer würde es sich eigentlich lohnen, um 10 vor 12 auf den Münstermarkt zu gehen und einzukaufen, weil da die Markthändler ihre Ware quasi verramschen, weil sie die loswerden müssen. Und da könnte man natürlich mal so eine Sache machen, dass ich meine Schüler losschicke. Die sollen mal die Transaktionen erfassen, die stattfinden auf einem Markt, indem sie einfach die Marktleute beobachten und die Einkäufer. Das möglichst live in das Gerät eingeben und als Lehrer brauche ich vielleicht gar nicht mitgehen, sondern kann schon in der Schule sitzen, wo es beheizt ist und kann so live überwachen, was da für Daten reinkommen. Ich könnte sie theoretisch auch zu unterschiedlichen Märkten schicken, gleichzeitig, also Stühlinger Markt, Münstermarkt und so weiter, dort eben die verschiedenen Preise erfassen lassen. Kann vielleicht sogar über dieses GPS-Modul kontrollieren, ob sie tatsächlich auch am Markt sind und nicht im Café und fiktive Preise eingeben. Und habe vielleicht dann am Ende des Schultages oder wenn es so gegen 12 Uhr geht, tatsächlich, dass ich eine Preisbewegung sehe. Vielleicht fallen die Preise, vielleicht steigen sie sogar, wäre ja angerissen. Ich könnte das Projekt ausweiten, eben, dass ich zum Beispiel über mehrere Monate mal Preise beobachte in verschiedenen
später vielleicht nachprüfen, findet denn Inflation statt, findet sie nicht statt oder wie spüren wir sie? Denkbar wäre vielleicht auch wieder zurück im Klassenzimmer mit so einer Anwendung, dass ich so eine Art iPad-unterstützten Aktienmarkt im Klassenzimmer habe und damit handle. Und das sind jetzt mal so ein paar Ideen, die man einfach mal so skizziert habe. Ich denke, wenn man sich da länger auseinandersetzt, wird man doch noch einiges finden. Was machen kann oder was sicherlich auch denkbar wäre, ist eben so ein digital aufgepepptes Lehrbuch. Ich habe ein Lehrbuch, das nutzt eben diese ganzen Möglichkeiten. Ich habe vielleicht auch so eine, was man so im Englischunterricht hat, diese Exercise-Book-Anwendung, dass die Schüler die Antworten eingeben und als Lehrer kriege ich die sofort zurückgemeldet und kann sofort sehen, was wer eingegeben hat und das beobachten. Okay, so viel zur theoretischen Fundierung. Je nachdem, wie ich das gibt es dazu jetzt aktuell. Ja. Ja. Genau. Gegebenenfalls Umsetzung mit App oder Google Docs. Also ich habe jetzt mittlerweile ungefähr verstanden, was eine App ist. Genau. Aber wie kann ich das jetzt umsetzen? Wie sieht das genau aus? Okay, also ich könnte zum Beispiel das machen. Ich habe irgendwie, kennt ihr Google Docs? Google Text und Tabellen? Das ist okay, das ist so eine Web-Anwendung. Die habe ich im Internet. Quasi ein Word oder ein Excel im Internet, wird von Google bereitgestellt. Und da gibt es einfach die Möglichkeit, dass viele Leute gleichzeitig auf das gleiche Dokument zugreifen. Also wir könnten alle hier sitzen, hätten unsere Laptops vor uns, das gleiche Google Texte und Tabellen offen und würden beispielsweise gemeinsam einen Text editieren. Und hätten, jeder würde sehen, was passiert gleichzeitig an diesem Text. Also keine Ahnung, er schreibt jetzt rein den ersten Absatz, ich sehe, was er im ersten Absatz schreibt, ich schreibe darauf in den zweiten und so weiter, nach dem Ende ein langes Word-Dokument oder ein langes. Das hat den Vorteil, dass wenn ich gemeinsam Text editiere und nicht im gleichen Raum sitze und mir dieses Hin- und Her-Mailen spare, dann durch dieses Live-Editieren sehe, was wo geschrieben wird, das kommunizieren kann. Das hat zum Beispiel gerade bei so Tabellen, konnte man das nutzen. Ne? Die Schüler haben irgendwie Zugriff auf die Tabelle, geben die Marktpreise ein. Ich sehe das direkt in der Schule, was passiert. Die Nächsten sehen, was schon an Marktpreisen da ist und konnten das dann erfassen. Ja, vielleicht weitere eingeben. Das ist so ein bisschen die Idee. Die haben einen relativ guten, ja, es läuft halt in Google drin, es hat diese üblichen Sachen. Einer muss sich mal anmelden und das Dokument aufmachen und ich muss irgendwie den Link dazu verteilen. Gerade wenn man so über viele Kilometer kooperiert, ist das sehr praktisch, weil ich mir eben dieses Hin- und Her-Mailen von Excel oder irgendwelchen Dateien spare. Da gibt es auch so eine, was auch sehr schön ist, so eine digital, so eine Art Formularanwendung. Ich hätte quasi ein Formular, kann das eingeben und es erscheint bei mir in der Tabelle schon drin eingetragen, die Daten. Genau. Gut, jetzt will ich ein paar einfach vorstellen, die ich mir denke, die man nutzen kann. Das ist jetzt nicht nur unbedingt auf den Wirtschaftslehreunterricht bezogen. Dafür habe ich ja auch hier meine spezielle, unsere spezielle Sache hier aufgebaut.